Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar LS17 Animal. Ja, mit dem lieben Füßi zusammen. Hallo. So, warum geht's hier? Was machen wir? Was wird der Hauptbestandteil sein? Wo befinden wir uns überhaupt? Was haben wir für Mods drin? Was können wir auf der Map alles machen? Das sind natürlich wieder tausende Fragen, die wir euch in der ersten Folge beantworten. Als kleinen Gegenzug hätten wir aber auch etwas gern von euch, und zwar die Bewertung des Videos, dass ihr uns in die Kommentare schreibt, wie ihr das Projekt findet, ob ihr das Bock auf das Projekt habt, ob ihr das sehen wollt, wie viele Folgen wir davon machen sollen, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ob ihr noch Mod-Vorschläge habt, bitte keine Links, weil das landet im Spam. Und so weiter und so fort. Das wäre cool. Und eben, ja, wenn es euch gefällt, ein Däumchen raushaut. Ja. Genau, das auf jeden Fall. Und an meine Zuschauer, ihr könnt das auch ruhig machen. Ich kriege immer so wenig Kommentare, das finde ich schade. Oh, na dann auch mal ein paar Kommentare bei Friese hier. Ehrlich, Schätze? Ja, es geht. Oh. Oh. Das ist so, wenn man einfach nichts mehr hinzuzufügen hat, dann. Ja. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das wirst du ja auch so sehen, ne? Entweder bist du so gut, dass man dir nichts schreiben muss, oder es bringt eh nichts, dir das zu schreiben. Also, als ich zu gut bin, wissen wir, dass es nicht ist. Ja. Nein, pass auf. Ich pack dir erstmal die Bubsen. Ja, mach mal. Erzähl. Achso, ich bin ja schon wieder. Ach, ich nehme immer die Frau. wir befinden uns auf einer Map, und zwar der Crate Country. Das ist eine relativ frische Map. Befindet sich allerdings trotzdem schon in der 1.4, also hat schon ein paar Updates gekriegt. Hat leider auch noch ein paar Fehlerchen. Wir haben sie mal auf dem Server hochgeladen, 35 Fehler leider. Ist aber größtenteils nur Texturfehler und solche Geschichten eben. Also nichts Gravierendes oder Spielbeeinflussendes. Und noch dazu kümmert sich der liebe Landei, der Tom, darum, dass die noch wegkommen, die letzten Fehler. Des Weiteren haben wir über 90 Mods. Also, ich glaube, das größte Mod-Paket ever, was wir hier reingeschmissen haben. Ganz, ganz viel von ModHub, also ganz wenig von außerhalb. Das meiste kommt wirklich über ModHub und Mod Company. Da müssen wir auch ein ganz großes Dankeschön sagen an den lieben Kevin K. 98. Ne? Der hat uns nämlich hier geholfen, diese Map jetzt fertig zu machen, und zwar nach ein bisschen individuellen Vorstellung, so wie wir das eben gerne hätten und wollen, denn wir wollen hier unser Hauptaugenmerk auf die Tiere. Deswegen auch der Name Animal, beziehungsweise das Projekt Animal. Ne? Wir haben ja ein Forstprojekt, ein Nostalgieprojekt und jetzt auch ein Animal-Projekt. So, hier liegt der Hauptbestandteil absolut auf den Tieren. Also es geht hier darum, Tiergroßbetriebe quasi hochzuziehen und diese natürlich auch in zu unterhalten, einfach am Laufen zu halten. Und das wird, denke ich, nicht so einfach. Wir haben hier Tablet wieder drauf und mit Fabrikscript-App. Und da sehen wir mal, was hier alles verbaut ist. Es ist nämlich enorm. Wir haben hier, abgesehen mal von den Lagern, können wir mal ganz kurz durchgucken, was wir haben. Wir haben, wie gesagt, Saatgutdünger und diese Lager, einen Kompostmaster haben wir. Wir haben eine Schweinefutterproduktion, wir haben eine Mischfutterproduktion, eine Kartoffelwaschanlage, das Rübenlager, Kartoffellager. Gut, die Lager sind jetzt uninteressant. Ein Hackschnitzellager haben wir noch, eine Raffinerie haben wir noch. Da können wir unseren eigenen Diesel herstellen oder beziehungsweise sogar Biodiesel und haben als Nebenprodukt Kompost. Noch ein Seedmaster, Düngerproduktion haben wir auch, wo wir eben aus Manure und Liquid Manure Fertilizer herstellen können. Die Flüssigdüngerproduktion haben wir, wo wir aus diesem Fertilizer und Wasser dann Liquid Fertilizer herstellen können. Und so weiter und so fort. Dann haben wir noch ein Saatgutlager und Saatgutproduktion. Moment, was haben wir da drin? Seeds. Achso, nur Saatgutlager, genau. Düngerlager, Flüssigdüngerlager, Seedmixer haben wir extra noch drauf, ein Greenhouse. Da haben wir als quasi Gewächshäuser haben wir Blumenkohl, Tomaten, Weißkohl, Salat, Himbeeren und Erdbeeren. Was auf dieser Map, glaube ich, nicht standardmäßig verbaut ist, sind die Himbeeren und die Erdbeeren. Ich weiß es nicht genau. Ein bisschen was ist auf jeden Fall dazugekommen. Wir haben eine Gerstenmalzproduktion für Bier, für was wir Himbeeren und Erdbeeren brauchen, sehen wir gleich noch. Wir haben Palettenwerk, welches uns Paletten herstellt. Ein Holzkohlewerk haben wir hier, wo wir Holzkohle produzieren können. Das werden wir wahrscheinlich vernachlässigen, das werden wir nicht brauchen. Genauso wie das Holzscheitelwerk, das werden wir wohl auch nicht brauchen. Wir haben 4 Sägewerke insgesamt, die uns Bretterpaletten liefern. Wir haben einen Holzhacker, der uns Hackschnitzel liefern könnte. Den werden wir aber, denke ich, auch vernachlässigen. Da werden wir unsere Abfälle reinschmeißen.
Freezy. Ja. Was ist? Nix. Kleiner Wortwitz. Ach so. Egal. Dann haben wir eine Schreinerei, die uns aus Bretterpaletten leere Holzkisten macht. Diese Holzkisten brauchen wir für bestimmte Produktionszweige. Dann haben wir das Strohlager, das Graslager, Silagelager. Dann haben wir die Bierproduktion, wo wir mit Weizen, Gerste, Wasser und leeren Paletten Bier herstellen können. Wir haben eine Zuckerproduktion, wo wir mit leeren Paletten und Zuckerrüben Kompost und Zucker herstellen. Milch- und Käseproduktion, wo wir aus leeren Paletten und Milch Käse und Haarmilch bekommen. Ne? Dann haben wir eine Molkerei und da brauchen wir Obst, Zucker, Milch und Paletten. Und diese Molkerei produziert uns Joghurt, Butter, Kondensmilch und Kefir. Kefir ist, glaube ich, so ein Käse oder sowas, ne? Ein Jahr. Genau, dann haben wir noch ein Melasselager. Moment. Ich wollte mal ganz kurz, wo wird denn die Melasse, wird auch irgendwo als Produkt? Habe ich irgendwas übersprungen? Hä? Warte mal, Melasse. Warum steht die hier nicht drin? Na egal, pass auf. Da auf jeden Fall können wir auch noch was mit den Schafen anstellen. Nämlich Dämmerei haben wir noch drin. Das heißt, wir können aus Wolle und Paletten Dämmung herstellen, die sie dann verkaufen. Und wir haben das Easter Egg Special drin. Und zwar, wir haben die Eierproduktion, Getreide, Wasser und Paletten. Und können da Ostereier produzieren. Also erstmal ganz normale Eier und diese dann bemalen lassen zu Ostereiern. Ne? Und die können wir dann verkaufen. Cool. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Aber ich überlege gerade. Was sagst du? Ich glaube, dafür würden wir auch ein bisschen anfangen, einfach nur um zu zeigen, da musst du Getreide und Wasser hin. Ach, und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal eben kurz was überprüfen. Nur wo wir Melasse und wir haben ja nicht nur Melasse, wir haben auch, Moment. Ach, eine Zuckerfabrik. Warum stand das nicht da? Hm. Also die Zuckerfabrik steht hier eigentlich mit Output Zucker, Melasse und Bargasse. Und Bargasse ist ein... Moment. Es ist ein Powerfutter. Genau, es ist ein Powerfutter für die Tiere. Ich überlege aber gerade. Wozu brauchen wir leere Holzkisten? Also ein paar offene Fragen haben. Ja? Die Holzkisten? Ja. Brauchen warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, die brauchen wir in dem Greenhouse. Nee. Leere Palette steht hier. Sieht's flüssig Dinger, diese? Nee. Wozu braucht man die Holz? Scheitelholzpaletten? Kisten. Die Kisten brauchen wir für die Kartoffelwaschanlage. Die können wir dort hinbringen und die werden nämlich direkt in Kisten abgefüllt. Ah. Ja, auch noch was in dieser Folge Produktives gebracht, ne? Ja, ja, warte mal, wo waren die Kartoffelwaschanlage jetzt? Oh, Leute, das ist so viel. Kartoffelwaschanlage ist. Da habe ich sie. Erste Seite. Leere Holzkisten. Ja. Stimmt, hast recht. Ja. Boah. Das also ist das hätte ich nicht gedacht. Jetzt bin ich geflasht. Als Maul, ey. Boah. Nein, ohne Scheiß. Okay, das Ganze ist natürlich komplett quer auf der Map verteilt. Wir können sie uns hier mal angucken, warum wir die Map ausgewählt haben. Es ist so eine bisschen amerikanische Map. Und das Schöne ist, die Map hat relativ große Felder. Das war uns wichtig, dass wir relativ große Felder bekommen. Denn wir wollen auf jeden Fall, das ist uns sehr, sehr wichtig gewesen, das Big Butt DLC hier mit integrieren. Ne? Es kommt ja das Big Butt DLC und das wollen wir auf jeden Fall hier mit reinnehmen in das Projekt. Für Forst logischerweise ungeeignet, für Nostalgie
ungeeignet würde ich nicht mal sagen, weil ganz ehrlich, dieser Big Butt ist nostalgisch. Der ist ja schon, das ist ein ganz alter Traktor, ne? Weiß ich nicht. Der Big Butt sagt mir ehrlich gesagt auch gar nichts. Big Butt ist, dieses Ding ist gigantisch. Das Ding ist riesig, also das ist wirklich riesig. Okay. Müsste man mal gucken, mal Nostalgie vielleicht sogar mal so ein paar Special-Folgen mit dem DLC macht. Aber hier soll es auf jeden Fall fester Bestandteil werden bei den Animals. Da werden wir es auch brauchen. Wir haben relativ große Felder und da können wir es auch nutzen. Ganz kurz noch zu unserem Start-Equipment. Wir haben einen Puma CVX, einen Massey Ferguson 8700. Das ist schon was ganz Großes. Wir haben einen Mähdrescher, den Activia 7347S mit einem Diamant RS8. Maisschneidwerk und ein Freeflow 25 Fuß. Ganz normales Schneidwerk. Schneidwerkswagen dazu. Zwei TKD 302 Anhänger. Vogelnot. Gruber. 6 Meter breit. Mal sicherheitshalber noch ein Flug. Dann eine Seemaschine 6 Meter. Und noch eine Seemaschine 6 Meter. Ne, für die verschiedenen Fruchtsorten. Und dann haben wir einen Düngestreuer. Und einen Düngespritze. Zwei Gewichte, ein Kärcher und Stop Mix, ey. Das ist erstmal das, was wir haben. Plus 70.000 raus da. Achso. plus 70.000 in der Hinterhand. Alles klar. Hallo, mit 400 PS kannst du gar nicht umgehen, Junge. Ja, ich bin schon 400 PS gefahren, hab ich so noch schreien um Christbaum gerannt. Aha. Interessant. Noch dazu haben wir ein Feld. Das Feld 14. Wir können ja mal hinfahren. Wir können ja mal auf Feld, oder warte mal, was ist denn auf Feld 14 überhaupt los? Wir haben ehrlich gesagt noch keine so richtige Übersicht. Feld 14 ist erntereif, aber was ist drauf? Weizen, lol. Okay. Ich jetzt? Ja, Feld 14, Weizen. Soweit mich nicht alles täuscht, haben wir auch... Ach doch, unsere Lager, wir haben ein bisschen was im Lager. Aber nur von den Standardfrüchten logischerweise und auch nicht allzu viel. Was wir aber tun sollten, wir haben noch 70.000 in der Hinterhand. Weißt du, was wir machen sollten? Holz kaufen? dass wir mal diese Folge noch irgendwas Produktives leisten, weil ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Du hast gesagt, wir wollen mit den Ostereiern anfangen. Dazu brauchen... Ich würde da jetzt nicht den Hauptfokus drauf legen. Nein, aber damit müssen wir anfangen. Wir wollen ja Kohle machen. Ja, ja, aber... Und für die Eier geben wir Geld. Dafür brauchen wir aber... Wasser und Paletten. Ja, und das heißt, wir brauchen Forstgeräte. Ja, Forstgeräte würde ich jetzt nicht gleich sagen. Ja, aber ich würde sagen, ich mache mal kurz den Hosenstall auf, hack zwei Bäume rum und ohne Witze. Nein, oh, aber eine Säge gekauft, Anhängerhammer. Müssen wir es so klein schneiden, dass man es... Ja. Oder Idee. Moment, ich habe eine Idee. Warte mal, Wasser brauchen wir. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Wassertrailer. Forstprojekt, Forstgeräte, was haben wir da machen? Wir kaufen uns die Biobelts, diese Rückezange hinten. Für hinten dran. Das ist ein Ding, genau. 1500, easy peasy lemon squeezy, können wir die Bäume direkt zum Sägewerk ziehen. Ja, sag mal. Hast du einen Frontlader dran? Nee. Eine Konsole, meine ich? Nee. Aber warte mal. Nämlich auch keine. Was wir mal noch machen, ist mal ganz kurz ein paar Mods durchschauen, vielleicht, was wir alles drauf haben, ne? Oder, was meinst du? Ja, können wir den Leuten auf jeden Fall mal zeigen, was dann kommt. Ich denke, das ist immer noch ganz interessant. Ja. So, bei Traktoren geht's los. Jo. So, da haben wir leider den Deutz Serie 9, den wollte Füße unbedingt. Dann haben wir noch einen schönen Aktion, dann den, okay. Ja, Deutz Series Warrior. Ja, der Krieger ist da, Jungs. Der Deutz-Krieger. Alter, satt, ey. der Terra-Variante, also das Holmer. Dann haben wir natürlich einen schönen Premium vom John Deere. Wir haben noch einen Massey Ferguson 8700 USA Edition. Und wir haben den Waldrad T234, den ich persönlich extrem geil finde. Ich muss den unbedingt haben. Frontlader haben wir noch. Was wir vielleicht noch reinnehmen werden, wäre vielleicht noch ein Fendt. Ja. Einer aber von der großen Kaliber dann. Genau. Was wir doch hier haben, ist dann bei Frontlader. Oder warte mal. Traktoren, ja, Frontlader. Da haben wir noch ein paar kleine Sachen drin. Ein paar Schaufeln, bla bla bla, Universalschaufel. Wir haben noch den C80D, das ist ein sehr geiler Forklift.
Und so weiter und so fort. Dann Power Pro, um Hof sauber zu halten, kann der Füße immer ein bisschen meine Reifenspuren wegmachen. Dann Freitag. Das ist Freitag. Ja, Freitag wird aufgekehrt, Junge. Ja. Da fährst du hier schön vor, zurück, und kehrst ihn auf. Es gibt doch die Mod hier mit dem Besen und dem Kehrblech. Das kannst du da machen. Ist klar. dann haben wir das CSZ-Pack drauf. Extrem geiles Pack. Eigentlich braucht man dann keine anderen Gabelschaufeln mehr oder sonstiges. Also da ist alles drin, was das Herz begehrt. Haben wir natürlich mit draufgenommen. LKWs haben wir zwei Lizard mit reingenommen. Einmal den SX und TX. Hakenlift. Dann haben wir bei Erntemaschinen haben wir noch den Fendt-Drescher reingenommen. Genau. Schneidwerke uninteressant, halt die passenden dazu. Feldhäcksler haben wir noch den Big X 1100 natürlich reingenommen. Mit Feldhäcksler-Schneidwerk dazu. Kartoffelernter nix. Rübenernter haben wir mal noch eine abgespeckte Version vom Terrados genommen, nämlich den Terrados 430. Der Original ist ja der 440. Ist ein bisschen günstiger. Kann aber auch eine Menge. Dazu haben wir aber auch ein 12-Reihen Schneidwerk anstatt das normale 9-Reihen. Das heißt, das ist ein bisschen breiter. Ein Meter, glaube ich. Anhänger haben wir unglaublich viel. Ja. Kann euch der Füße erzählen. Da konnten wir irgendwie nicht aufhören. Bei Anhänger, ja. Ich bin Anhänger-Fetischist. Genau. Wir haben da den Semi-Tipper 70.006 drin. Der ist eigentlich ganz gut. Fortuna, ist klar, muss man drin haben. IT-Runner. Bergmann für die IT-Runner natürlich, dann für die Aufsätze alles. Joskin wollte ich gerne drin haben. Aber ist auch sehr geil. Tino natürlich auch. Den Kaweco natürlich. Den Sattelauflieger hier von Krampe, auch sehr geil. Großen Krampe cool. haben wir auch drin. Dann haben wir hier noch einen Overlader, halt zum Überladen. Gleich Seemaschine und alles, ne? Genau. Und ja. Den Penta DP50, der war auch ganz geil. Ja, definitiv. Ja, dann, also, ULWs wolltest du noch? ULWs, wo haben wir die denn? Überladewagen. Eins weiter. Du brauchst noch immer oben aufs Dings klicken. Ach so, ja, genau. Ja, über haben wir auch. Dann natürlich Holmer. Also für den Holmer, ne? Die genau. Aufsätze. Haben wir da drin. Dann die Horsch, zwei Stück. Titan 34 UW und den UW 160. Genau. Der UW 160 gefällt mir extrem gut. Ja. Von der Textur alleine schon. Ja. Flüge, nix. Nee. Grober, Hammer, drei Stück. Eigentlich nur zwei. Den Kompaktkultivator und den Terrajet. Seemaschinen nix. Das passt alles. Zwei sehr geile, wie ich finde, Düngespritzen noch. Ja, die fand ich auch geil. Den Profi-Class hier auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr nice. Düngestreuer nichts. Dann haben wir bei Miststreuer haben wir noch den Bergmann-Aufsatz. Also für den Terrados. Für den Holmer. Ja, Holmer, ne? Genau, ja. Dann haben wir noch für den Hakenlift, den Fortis und den PS 2201 von Strautmann. Genau. Gülle, was haben wir da für Sie? Gülle, der erste ist ja so geil. Ja. Da. Da haben wir den von den Annaburger. Den fand ich auch sehr geil. Den hat Tino entdeckt. Den fand ich sehr, sehr cool. Den Fliegel auch. Den Zuhammer TV auch natürlich für die Holmer-Dinger, ne? Ja. Ja. Oh, ist der Zuhammer Vibro ein Zusatzteil? Der kommt an den Zuhammer TV dran. Ja. Hinten. Ja. Kannst du direkt einspritzen in den Boden. Ja. Fliegel Universalfass haben wir auch von den HKL. Genau. Dann Gülle-Container, halt auch, um an Feld was zu lagern, Gülle genau, und sowas. Ja. Auch den IT-Run, Gülle-Container ist auch dabei. Den Gülle-Container haben wir mal zusätzlich als HKL noch mit reingenommen, weil ist wirklich ein cooler Feldrand-Container, weil der grüne, der eine mit 100.000 Litern von dem, ich weiß jetzt nicht, wie das Pack heißt, was haben wir auch drauf. Ist halt, ach hier, haben wir es doch als nächstes, und zwar den Kotte. Das Kotte-Pack, genau, da ist ja auch dieser 100.000 Liter Tank dabei, ist halt mega unrealistisch, die 100.000 Liter da mal quer über die Heide zu ziehen, ja. Aber naja, so, wie gesagt, das Kotte haben wir auch drin, Striegel haben wir nichts weiter drin, Mähwerk haben wir nichts weiter drin, Zeta haben wir zwei schöne drin, noch zusätzlich Condi-Master und den Krone. Wir haben mal noch einen Balken-Schwader mit reingenommen. Dann haben wir bei Ladewagen nichts. Bei Ballentechnik haben wir ein bisschen was dazu bekommen. Und zwar haben wir einmal das Big Baller Pack mit drin, mit verschiedenen Ballenpressen. Dann haben wir den Brandner drin, den 1800, den Brocken 28 Fuß,
Dann den 36 Fuß, also einmal 2 Achser, 3 Achser. Ballencontainer für den IT-Runner zweimal und den Quattro V, den man direkt an das Big Baller Pack, glaube ich, hinten dranhängen kann. Ja. Der direkt immer 4 Ballen übereinander stapelt oder 3 Ballen, nee, Quattro, 4 Ballen und diese absetzt. Sehr cool ja. Auf jeden Fall. Also wir haben uns extra dafür entschieden, mehr davon reinzunehmen, weil wir auch viel mit Ballen arbeiten wollen. Genau. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr gemacht. Ja gut. Kettensägen. Ja, Kettensägen nix. Frostgeräte haben wir den Biobelzen, den IT-Runner mit drin. Bei Schaufeln haben wir, bei Radlader haben wir mal noch den W170C reingenommen von New Holland. Genau. Der ist ganz cool. Dann bei Teleskoplader haben wir auch nur noch ein paar Schaufeln für den Teleskoplader, wird aber das CSZ-Pack im Endeffekt alles ersetzen wahrscheinlich. Ja. Du kannst hier übrigens beim JCB, beim Kompaktlader, ist auch vorne so eine Bürste, kannst du auch, wenn du willst, damit den Hof kehren. Dann nehme ich lieber das Ding. Okay. Tiermäßig genau. Haben wir uns natürlich auch versucht ein bisschen zu orientieren. Also. Wir haben einen mega riesengroßen Tiertransporter. Ja, den finde ich richtig geil, ey. Da gehen 48 Schafe rein. Das ist der Hammer. Dann haben wir von GoWild die RBA. Das ist ein Mischwagen, um Kraftfutter herzustellen. Wo Silage, Heu und Stroh reinkommt. Einfach direkte Ballen kann man da rein tun. Siehst an die Stange an der Seite, die fährt runter, fährst an den Ballen ran, flupp, und dann haust du den da rein, dann kannst du Mischfutter herstellen. Genau. Dann haben wir den Mesh-Fiber noch drin. Ballen, auch ein Mischwagen, sehr, sehr cool. Den Primor zum Einstreuen von Stroh. Den Lili Chuno, das ist zum Sauberhalten, ne? Saubere Futterbereiche. Dann natürlich den Biga Mega Mammut. Der Name allein schon ist episch. Sehr, sehr cool. Und von LS Mod Company den Slow Honeybee haben wir noch drin. Da werden jetzt die einigen denken, warte mal, der Slow Honeybee, der gehört doch zu einem. Honeybee, der gehört doch zu einem. What? Ja, Honig. Honig können wir auch machen. Aber dazu gleich mehr. Ja. Zwei Schiebeschilder haben wir noch mit reingenommen. Genau, den Saphir. Genau. Stegemann. Und was haben wir bei Diverses noch? Das ist, da haben wir hier noch die kleinen Sprit-Trailer hier reingepackt. Benzin, Diesel-Trailer, so, mein Gott. Finde ich eigentlich ganz cool, auch mal um zu tanken. Ja, dann haben wir hier noch einen Fliegel-Kraftstofftank. Milchfass, brauchen wir auf jeden Fall. Kompakt-Fertilizer. Dann nochmal ein paar Bürsten und den Jumbo One. Wofür der eigentlich ist, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Weißt du das? Der was? Der Jumbo One. Verdichten. Ach so, okay. Silo verdichten. Ja. Ja. Ja, dann haben wir noch bei Dollys hier direkt hier den Grumpy Dolly 2 20L und den Dolly 20L halt mit dem. Das ist gar nichts. Schon gut. Aber den zweiten Dolly 20L finde ich richtig geil. Von der Optik her. Ja, von der Optik her. Ich glaube, der eine ist Agrar, der andere ist Straße. Genau, so war das. Ich dachte, das wäre der extra für den IT-Runner, weißt du? Nee. So, dann haben wir noch. Bei Tieflader haben wir noch einen 8 Meter und 10 Meter Loader drin, was auch als Beintransportanhänger genommen werden kann. Und wir haben noch einen anderen Tieflader drin für Fahrzeuge zum Transportieren. Genau. Wir haben noch für das HR12 einen Schneidwerkswagen drin. Ein paar Gewichte haben wir noch mit reingeschmissen, die wir ganz cool fanden, die uns gefallen haben. Und dann haben wir noch platzierbare Objekte. Da haben wir die Lili-Ladestation logischerweise, noch einen Kärcher, Lagertunnel und Lagertunnel mit Tor. Fand ich sehr cool, gerade für Strohballen und sowas. Dann haben wir die Schreinerei, da werden Bienenstöcke produziert, ne? Dann haben wir die Slowbee, die eine produziert Honig auf Paletten und das zweite produziert Honig in Kartons, ne? Also das eine ist zum Tragen und das andere ist quasi zum mit dem Frontlader zum Beladen. So, dann haben wir Slowbee Cool, da wird aus Milch und dem Honig eben Honigmilch produziert. Und im Slow Sell können wir das dann quasi verkaufen. Ja, so sieht's aus. Das sind die wenigen Mods, die wir hier drauf haben. Und ich glaube,
Das war auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Input. Ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr Lust auf das Projekt habt und uns ein bisschen supportet, uns ein bisschen helft dabei und da quasi uns ein Däumchen da lasst und wie am Anfang schon angesprochen eben ja, in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Schaut auf jeden Fall bei Physi vorbei, da kommt das Ganze nämlich auch. Aktuell geplant ist täglich, ne? Also jeden Tag eine Folge, von Montag bis Sonntag, durchgehend eine weg. Wir wollen ja ein bisschen was schaffen und wir sind erstmal raus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.